Koffer zum anderen zu fahren, ist immer eine riesen Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn man sonst gewohnt ist, mit dem Bulli zum anderen zu fahren und den bis in das Dach voll zu krachen. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Ich bin gespannt. Und ihr könnt es auch sein, denn diese Reise jetzt ist für mich komplettes Neuland. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was mich so richtig erwartet. Aber ich habe gehört, es soll absolut brutal sein. Abfahrt. Schaut euch das mal an. Wirklich ein guter Grund, mit dem Koffer jetzt zum Angeln zu fahren. Denn das Boot ist definitiv eingeschneit. Ab geht's. Moin, moin, ich bin gut durch das Schneegestöber bei mir zu Hause durchgekommen. Absolut brutales Wetter und bin gut am Flughafen gelandet. In wenigen Minuten ist Abflug. Jetzt habe ich noch Zeit, in Ruhe zu frühstücken. Byfood hat neue Riegel am Start. Die werden jetzt im Februar gelauncht. Besser geht's eigentlich nicht, ne? Und viel gesünder auch als dieser überteuerte Flughafenfraß hier. Und ihr habt eine komplette Mahlzeit drin. Ich habe mir ein paar eingepackt, könnt ihr problemlos im Handgepäck mitnehmen. Nachher noch im Flugzeug einknabbern. Seid gespannt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare des Videos schreiben, was ihr denkt, wo es jetzt hingeht, ja? Was wir vorhaben. Ich kann euch eins verraten, es wird, glaube ich, hat man mir gesagt, schmerzhaft. Es wird warm, es wird atemberaubend. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt und schaut auch mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auf jeden Fall einen Link mit Rabattcode, wo ihr selber mal die Byfood-Produkte testen könnt, weil es ist wirklich optimal, vor allen Dingen für Flugreisen. So, wir sind in Amsterdam angekommen, ging ja rucki zucki. Und von hier aus startet jetzt eigentlich erstmal das Abenteuer. Hier treffe ich die anderen Jungs, die mich bei der Reise begleiten und mitkommen werden. Jetzt könnt ihr mal raten, wo wir hinfliegen. Später, 12 Stunden Flug haben wir hinter uns gebracht und wir sind gesund in Mittelamerika gelandet. Morgen geht es dann erst richtig los. Aktuell befinden wir uns in San Jose. Die Gruppe ist auch komplett. Im Hintergrund der Heiko. Da hinten steht der Robert von Getaway Sea Angling. Und es hat einen guten Grund, warum wir nicht schon draußen unter einer Palme sitzen, sondern der Robert da hinten steht. Unsere Routen sind wieder weg. Kennt ihr das? Also dieses Chaos hatte ich jetzt so oft bei Flugreisen. Und jetzt fehlen hier unsere Routen. Das ist dann kein Spaß mehr. Ja. Auf jeden Fall, wir gehen gleich mal raus. 28 Grad zeigt das Thermometer. Jetzt aber erstmal Daumen drücken, dass wir überhaupt eine Angel haben. Unsere Angeln da sind. Das ganze Gepäck ist da. Wir hatten eine Stunde Aufenthalt in Amsterdam. Das war echt eng, also wir müssten richtig flitzen. Koffer sind da, aber die Angeln fehlen. Naja. Angelurlaub ohne Angeln ist schwierig. Daumen drücken. So, jetzt geht es für uns erstmal ins Hotel. Es ist eh dunkel. Und morgen früh geht es dann weiter mit einem kleinen Inlandsflug. Endlich zum Angeln. So.
Wahnsinn, 28 Grad. Bei mir sind wir gestartet bei Minusgraden und Schnee. Auch im Dunkeln, jetzt ist auch hier dunkel. Ich habe eigentlich noch gedacht, es wäre hell. Wir sind gegen 16 Uhr hier gelandet, bis wir das ganze Gepäck hatten, war es 18 Uhr. Aber Winterzeit hier wird es anscheinend auch früher dunkel. So, weiter geht die wilde Fahrt. Hallo. Robert, wo sind unsere Angeln? Ja, die Angeln stehen noch in der Heiko hier. Drei Tage lang gepackt hat am Chiemsee. Wie immer. 14.000 Köder dabei, 16 das, Ruten und nicht eine im Start. Das allererste Mal, dass das Rutenrohr nicht ankommt. Aber das gehört ja dazu, ne, zu einem Abenteuer, dass nicht alles rund läuft. Mir fliegt fast die Mütze aus dem Fenster. Aber es ist warm. Abfahrt. Guten Morgen, die Sonne lacht. Mega Wetter, ein bisschen windig. Und für uns geht es jetzt nach einer kurzen, aber entspannten Nacht im Hotel hier in San Jose direkt weiter. Diesmal mit einem kleinen Flugzeug, ja, mitten in den Dschungel. Und ich hoffe, wenn wir jetzt zum Flughafen fahren für den Inlandsflug, vielleicht tauchen da unsere Routen wieder auf. Ja. Das wäre ja der Wahnsinn. Aber schon jetzt, wo es hell wird, wir sind ja im Dunkeln gestern auch hier angekommen, mega. Aus dem eiskalten Deutschland nach Mittelamerika rüber und jetzt hier Sunny Life. Ab geht's zum Flughafen, die kleine Klapperkiste und dann gehen wir endlich mal angeln. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich glaube, der Robert hat nicht zu viel versprochen. Der hat ja zu mir gesagt, Stefan, jetzt musst du dich anschneiden, jetzt geht es wirklich mit so einem kleinen Schüttelflieger hier über den Teich. Unser Flugzeug wird gerade getankt, ich zeig's euch mal. Alter Falter. Naja. Kann man mal machen. Sitzt du vorne oder hinten? Ey, ich habe dir noch gar nicht verraten, dass ich fliege. Ich bin der Kapitän. Das ist mir egal, das traue ich dir zu. Wer angeln kann, kann an ein Flugzeug fliegen. Muss ja nur lenken. Okay, jetzt geht's für uns da rein. Wir haben hier am Flughafen wiederverwendbare Bordkarten. Das ist doch mal nachhaltig, oder? Und hinten drauf schon einer unserer Zielfische. Roberto. Ja. Da ist er, der Spezialist. Der erzählt euch jetzt mal, wo uns unser kleines Schüttelflugzeug jetzt eigentlich genau hinbringt. Genau, also im Großen und Ganzen sind wir jetzt hier in Costa Rica gelandet und sind bereits gestern Abend angekommen. Jetzt geht es weiter nach Drake Bay mit einem kleinen Flieger, nur 12 Sitze. Stefan hat euch ja schon den Flieger gezeigt, mit dem wir gleich fliegen werden. Ich bin der Kapitän, nee, Scherz. Aber erwarten wird uns auf alle Fälle eine geile Fischerei, wie es im Pazifik so üblich ist. Blaues Wasser, kampfstarke Fische und eine mega geile Lodge auf einer Bergkuppe mit einer Hammeraussicht. Und da werden wir uns wahrscheinlich nachher nochmal auf einer kleinen Roomtour sehen. Bis später. Runter kommen sie alle irgendwie. Alter Falter, habe ich mich angeschnallt hier wie in so einem Auto. Ist nur die Frage, ob der Gurt was nutzt. Wenn wir gleich richtig Wind da draußen kriegen. Heiko lacht. Dem ist ja eh alles egal. Ich freue mich richtig drauf. Erkennen könnt, aber beim Co-Piloten vorne ist die komplette Scheibe geplatzt. Ja? Die ganze Windschutzscheibe ist gerissen. Wahnsinn. Wahnsinn.
war es doch gar nicht, oder? Nein. Der krasseste Flug, den ich im Leben erlebt habe, überlebt habe. Ja, Jungs und Mädels, wirklich mega krass. Ich wollte euch schon einmal den Einschlag da oben zeigen, weil ich doch was sehen kann. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist doch fast neu, der Flieger, Stefan. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, krass. Aber so alt sind die nicht. Die sind, glaube ich, erst. Ich hatte auch gar nicht Jahre so viel Angst. Verrückt, ja. Und jetzt stehen wir hier auf einer Landefläche. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Sonst darf man am Rhein nicht mal irgendwelche Wege am Wasser lang fahren. Und hier der Junge da hinten, der wäscht sein Auto im Fluss. Und wir fahren hier mal durch den Fluss durch, auf dem Weg jetzt zur Lodge. Naja, wo will man sonst ein Auto auch waschen? Außer am Wasser. Das ist doch unglaublich, oder? Mitten im Dschungel steht so eine tolle Lodge. Ja. Pool da, fehlt jetzt nur noch nach der Ankunft ein richtig kalter Mojito. Das Bier ist aber auch schon kühl. Und dann ein dicker Fisch. Das Ganze mal hier von oben. Das ist alles offen gestaltet, es ist mega warm. Jetzt hier ein ganz anderes Klima als in San Jose. Mega Anlage, mitten im Dschungel steht hier so eine richtig fette Lodge. Pool da unten. Und ich zeige euch jetzt mal mein Schlafzimmer. Unglaublich, unglaublich. Entweder hier, aber hier. Open Door. Come in. Wirklich mega. Jetzt erstmal ankommen, kaltes Getränk, ein Pool springen. Schaut euch mal diese Aussicht an. Guckt mal. Wahnsinn. Absolut brutal, absolut brutal. So, jetzt zeige ich euch mal unser zweites Schlafzimmer. Nach einem anstrengenden Angeltag. Hier ist das Bett. Und jetzt schaut mal da raus. Da hört man im Hintergrund die Affen brüllen im Dschungel. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Da kann man direkt aus dem Bett in den Pool fallen. Unglaublich, unglaublich. Also so war ich noch nie untergebracht beim Angeln. Und ich genieße es ja auch als im Schlamm zu sitzen, im Dreck zu sitzen, im Zelt oder in meinem Bulli. Aber sowas kann man sich mal gönnen, ja. Einmal im Jahr, oder besser gesagt erleben. Brutal, wirklich, wirklich brutal. Schaut auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch alle Kontakte vom Robert, ja, von Getaway Sea Angling. Da könnt ihr drauf drücken. Aber bisher haben wir ja nicht geangelt.
Müssen wir erst jetzt mal schauen, ob das Revier hier genauso brutal, genauso fantastisch ist wie die Unterkunft. Aber das glaube ich schon. Jetzt bereiten wir unser Angelzeug vor und dann sehen wir uns auf dem Boot wieder. Bis gleich, Abfahrt. So, wir haben uns ein paar Köder jetzt für den Start hier zusammengepackt. Popper und Stickbaits in diversen Größen und Farben. Wichtig ist jetzt allerdings, dass wir unsere Köder noch riggen. Es gibt teilweise fertig geriggte Köder, ja, aber man sollte auf jeden Fall, um sicher zu gehen, die Grundbestandteile haken und auch die Sprengeringe austauschen, dass man auf jeden Fall gewiss ist, wenn da draußen ein Monster kommt auf dem Meer, dass auch alles hält. Ja. Das geht ganz einfach, geht ganz schnell. Wir verwenden große, stabile Drillinge, Qualitätsdrillinge, die den Ködergrößen angepasst sind. Und dann natürlich auch Sprengringe in der richtigen Größe. Hier kommt es gar nicht so sehr auf die Tragkraft an. Natürlich Qualitätsprodukte, diese Teile halten 100, 200 Kilo. Aber die Größe des Sprengrings muss dem Öhr des Drillings angepasst werden, dass der später auf dem Köder perfekt läuft, nicht zu eng sitzt, denn sonst kann sich der Fisch aushebeln. Und die werden einfach ganz schnell montiert. Und dann sind wir schon auf dem Weg an Teich. Ja? An Teich ist gut. Schaut euch mal diese Wasserfläche an und da warten wahre Monster. Alles ist vorbereitet, das Tackle ist ready, die erste Tour draußen auf dem Meer steht an und eins ist gewiss, wir brauchen auf jeden Fall Energie. Ich habe immer bei den Reisen mein Holy Taster Pack dabei, gibt es ganz verschiedene Geschmacksrichtungen, könnt ihr euch erstmal durchprobieren, was euch schmeckt und hier im Dschungel natürlich mit Eiswürfeln. So. Ich glaube, der Hai kommt heute ganz cool. Ich habe in meinem Shaker wieder Wasser rein. Euer Energy-Pulver drauf, da ist kein Schrott drin. Ja, alles nur beste Zutaten, kein Zucker, kein Taurin. Mega lecker. Eiswürfel drüber. Durchballern das Ganze. Damit wir gestärkt sind für den Angeltag. Die anderen nehmen wir mit aufs Boot. Auf dem Boot haben wir ja Eiswürfel, da können wir uns immer frische Energy Shakes machen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung mit Stefan5 mit meinem Rabattcode. Spart ihr 5 Euro als Neukunden. Auf jeden Fall eine mega Sache und nimmt keinen Platz im Koffer weg. Abfahrt! Die Kids fahren in die Schule und wir fahren zum Angeln. Jetzt gilt es nur irgendwie aufs Boot zu kommen. Aber das Wasser ist warm. Es gibt hier keinen Steg. Ich denke jetzt wahrscheinlich, wie soll das gehen, mit dem relativ kleinen Boot hier vernünftiges Angeln durchzuführen. Das ist jetzt nur unser Zubringerboot. Damit fahren wir raus zum Angelboot, das steht ein bisschen weiter draußen, offshore.
Ja, und heute geht es auch offshore. Wir werden heute mal richtig rausballern und gleich versuchen, uns mal richtig einzuangeln. Offshore, Abfahrt. Umsteigen, wie am Bahnhof, ja. Und dann geht's los. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, Glück im Unglück. Unsere Angelausrüstung ist immer noch nicht eingetroffen. Wir haben noch keine Infos bekommen vom Flughafen, irgendwie, dass sie unterwegs zu uns ist, keine Ahnung. Aber die Jungs hier sind gut ausgerüstet. Wir haben eigene Rollen mit, eigene Köder, werden das eventuell jetzt hier draußen noch umbauen oder hier die Ausrüstung benutzen. Sieht auf jeden Fall alles sehr qualitativ hochwertig aus. Ja, die wissen, was sie machen. Dann ist es erstmal gar nicht so schlimm, dass unsere eigene Ausrüstung irgendwo auf dem Weg nach Costa Rica verschollen ist. Wir machen das Beste draus. Genau, so. Wahnsinn, ja? Schaut es euch an. Wir haben hier ein kleines Stück Holz im Meer treiben sehen. Das ist immer ein Spot, ja, wo man anhalten sollte, gucken, ob Mahis unterwegs sind. Ein paar kleine Fische standen außen rum. Da treibt er durch. Auf sowas sollte man achten. Und direkt fangen wir das Angeln an. Mal gucken, was da ist. Hier war nichts, aber wie gesagt, immer Augen offen halten, auf sowas achten, wo irgendwo Unrat im Meer rumschwimmt, können die Räuber drunter stehen. Weiter geht die wilde Fahrt. Da vorne ist richtig Alarm, Augen aufhalten auf dem Meer. Und hier ist alles voller Vögel. Vögel bedeutet Futter und wo Futter ist, sind die Räuber. Schaut mal da vorne. Was da los ist, da wird gefressen. Einfach hinten in, die, ja, in der Motorspur rausgelassen und jetzt einmal gepoppt. Ein geiler Fisch. Wahnsinn. Der erste der Tour hat nicht lang gedauert. Petri. Danke. Ja, wo ist er denn?
Ja, hat er nochmal ganz gut Schnur abgenommen. Ja. Da kommt er. Piha! Petrimeister. Ja, danke schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist verdient. Schmeckt schon fürs Abendessen. Brutal reine Angelzeit, jetzt vielleicht zwei Stops, 10, 20 Minuten. Mai Mai, der erste Yellowfin-Tuna. Brutal, absolut brutal. Ich habe bisher mit dem Popper geangelt, da kam keine Aktion. Heike konnte mit dem Stickbait eben den Yellowfin fangen. Probieren wir es aus, ja. Da sollen zwar nicht gleich hier aufgeben, aber wenn sie auf kleinere Köder stehen, auf eine andere Führung, sollte man es auf jeden Fall hier nicht zu lange damit warten. So, der soll es jetzt richten. Drückt mir die Daumen. Weiter geht's. Absolut brutal. Wahnsinn, Wahnsinn. Fisch! Wow. Erster Wurf, Volleinschlag. Unglaublich. Motherfucking asshole. Unglaublich. Wow. Mai Mai. Falco drillt auch rein. Pass auf, Schnur. Wow. Das ist brutal, Jungs, was hier abgeht. Oh, schaut euch den Fisch an. Hey. Unglaublich. Mach lieber der Bremse und packen auf. Ja. Double trouble. Unglaublich, unglaublich. Eben den Köder gewechselt auf einen kleinen Stickbait, weil der Heiko seinen Yellowfin damit hatte. Erster Wurf, der war nicht mal auf dem Wasser, das Ding. Geht das Ding schon los. Brutal. Brutal. Brutal, brutal. Alles. Brutal, brutal! Oh, Lost! Lost. Aber allein das Erlebnis. Habt ihr da gesehen, wie der geflogen ist? Hier kommt der Nächste. Sie will ja jetzt nichts sagen, aber ich würde ihn auch echt empfangen. Das ist mein Mai-Pech. Das hatte ich schon so oft. Aber deine war noch ein Stück größer als meiner. Brutal, Wahnsinn, Wahnsinn, Petri. Bye bye. Bam. Go. Ganz, ganz brutal, Jungs. Also, ich hatte wirklich eine gute Keule drauf. Es war mein erster Mahi in dieser Größe. Und am Boot lost. Aber es gehört dazu, Heiko hat seinen gekriegt und Heiko angelt schon
viel, viel länger, also man kann sogar sagen, vielleicht ein paar Jährchen auf den Fisch und hat öfters das erleben müssen, was ich heute gleich beim ersten Mal erlebt habe. Aber der nächste kommt. Aber allein diese Eindrücke, wie die Fische aus dem Wasser katapultieren, zwei Angler drillen, zwei so Traumfische, komplett, wisst was jetzt kommt, ne? Wahnsinn! Wir können ja mal in dem Video ein Trinkspiel machen. So oft, wie ich Wahnsinn sage, müsst ihr zu Hause einen kurzen trinken. Weiter geht's. Brutal, was hier los ist. Guckt mal. Absolut brutal. Und da, wo die Jungs sind, das sind die, die wir wollen, nicht weit. Guckt euch das mal an. Das sieht man nicht mehr oft auf der Welt. Me too! Yes! Alter! Wow! Brutal, brutal! Meine zweite Chance jetzt, Jungs! Jetzt muss es klappen. Direkt in ein Boot eingestiegen. Heiko als erster einen Schlag gehabt. Wow. Brutal, absolut brutal. Wahnsinn. Und Stefan, herzlich willkommen in Costa Rica. Ja. So, Heiko, was machst du da hinten? Ja, ich warte auf euch. Weiter weg ist nicht drin. Da ist alles voll. Ja, man! Deswegen sind wir nach Costa Rica gekommen. Good release. Thank you. Jetzt haben wir so lange rumgemehrt hier. Das zweite weg. Hat zu lange gedauert. Weiter geht's. Wir kriegen einen ein. Ja, nicht aufgeben, wir kriegen einen neuen. Ja, das tut schon ein bisschen weh, ne? Hat mal zwei so Traumfische drauf. Und der zweite kurz vom Boot, ihr habt es gesehen, abgegangen. Hätten wir ihn gegafft, hätten wir ihn gehabt, aber wir wollen ja auch die Fische zurücksetzen. Wir haben einen mitgenommen fürs Abendessen. Passiert. Doppeldrill. Heiko hat seinen gekriegt. Ich habe meinen wieder verloren. Gehört dazu. Weiter geht's. Aller guten Dinge sind drei. Ja,
Ah, weg! Da war er wieder. Da war er wieder. Ist alles blau. Da war er wieder. Da kommt einer hinterher. So. Dritte Chance jetzt. Aller guten Dinge sind drei. Drei! Aller guten Dinge sind drei. Der dritte ist jetzt am Band. Mal gucken, ob ich jetzt Glück habe. Brutales Angeln. Wahnsinn. So, Daumen drücken, dass es jetzt klappt. Der dritte, weg am Boot. Alter Vater. Das ist hart. Aber nur die Harten kommen Garten. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, würden wir die Fische gaffen, sind sie hin, müssen wir sie mitnehmen, das wollen wir nicht. Ich bleib dran. Schöner, boah, besser. Vierte Chance habe ich jetzt. Brutal. Brutal. So. Aber auch den Fisch werden wir probieren, in der Hand zu landen. Ja, wir wollen jetzt sinnlos hier irgendwas auf dem Meer abschlachten. Einer noch hinten dran. Das ist wirklich super. Hä? Nächste Heiko drillt auch schon wieder. Aber ich denke, ich bin ja an der Tuna dran, ich habe einen guten Fisch. Alter. Tuna, aber guter. Mai? Ja. War das der Big One? Achtung, ich muss laufen hier ein bisschen. Ja. Laufen. Brutal. Also das ist das krasseste Angeln, was ich hier erlebt habe. Und wir sind noch keine Woche hier. Wir sind nicht mal einen halben Tag hier.
krasser Fisch, krasser wow, Fisch. Wow, einfach eine Maschine. Yeah. Einfach really big one. Yeah. Auch knapp. Ja. Ja. Da ist noch einer hinterher. Rumble in the Brumble hier. Kommt ihr klar da oder was? Ja, wir wärmen uns erst auf. Ich hab den Endgegner hier, glaube ich. Aber eigentlich kann es ja nur gut werden, Stefan, mit dem matchenden Shirt hier heute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, never give up. Jeder andere hätte gekotzt, aber so ist Angeln, ja. Und der ist auch noch lange mit dem Boot. Aber schöner. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da ist der nächste. Unglaublich, unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn! Vier Anläufe hat es gebraucht für die Landratte. Aber hier ist er. Mann! Geil! Wahnsinnsangeln. Komplett kaputt. Oh. Ja. Brutal. Brutal. Der nächste noch genau in Picture. Okay. Brutaler Fisch. Wahnsinn. Wahnsinn. Komplett aus dem Häuschen. Mir läuft die Sonnencreme in die Augen. Brutal. Und wenn man sie findet, wir suchen hier viel von den Möwen hinterher, von den Delfinen hinterher. Wenn man sie findet, dann geht das wirklich Schlag auf Schlag. So etwas habe ich noch nie erlebt. Costa Rica, brutal, ich weiß gar nicht, was die nächsten 5 Tage, was wir da machen wollen. Ah ja, es gibt hier noch ein paar andere Räuber. Petri Langer, Wahnsinn. Hat lange gedauert bei dir, aber jetzt ist alles gut. Ich freue mich für dich, toller Fisch. Mega, Stefan, geil. Und das war nicht der letzte, garantiere ich dir. Brutal, bei jedem Wurf kommt da 3-4 Yellowfins hinterm Köder her und drehen kurz vom Boot wieder ab. Joey hat mir einen Tipp gegeben, ich habe jetzt nochmal einen Köder gewechselt, weil ich es nicht verstanden habe, warum die nicht zupacken. Er hat gesagt, Stefan, mach hier mal so einen Redhead drauf. Der ist schon gut verballert, ist einer aus seiner Kiste umgebaut. Und er hat gesagt, ich soll nach dem Einwurf, normalerweise hauen wir ja die Dinger raus und ballern die rein so schnell wie es geht, schlagen teilweise dabei noch in die Rute. Und er hat gesagt, ich soll mal 3-4 Sekunden stehen lassen nach dem Einwurf, wie so eine Art, ja, wie so ein Schwimmbrotangeln auf Karpfen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Das macht einen wahnsinnig. Man sieht da die Thunen am Köder herkommen und keiner schnappt zu. Aber ich denke, probieren wir mal die stehen lassen Taktik. Abfahrt.
come on. Come on. Will you kill me? They take it like chocolate. Ich muss die Oberfläche geschmissen, gab einen Schlag. Joey hat mir empfohlen, lass den Köder mal 3-4 Sekunden liegen. Eigentlich komisch, aber voll ein Schlag. Mein erster Tuna, Yellowfin, wenn ich ihn krieg, an der Spinnrute hier in Costa Rica. Brutal, brutal. Alter. Oh. Alter. Du hast ja schon erlebt. Am ersten Tag Tunas, Mai Mai. Verstehe ich auch, warum du mir auf dem Packzettel Schmerzmittel gepackt hast. Weil ich glaube, wenn das so weitergeht, ein paar Tagen, dann brauchst du eine gute Massage. Weil Pause macht man nicht. Oh, geil, Wahnsinn, Wahnsinn. Auch kein kleiner, glaube ich. Total, Jungs. Thunfisch mit der Spinnrute. Macht man nicht jeden Tag. Boah. An der Oberfläche genagelt, den Stickbait. Wahnsinn! Das gibt wieder einen kurzen für die Zuschauer. Was? Die sind schon alle besoffen. Ach so, denkt an unser Spiel. Immer wenn ich Wahnsinn im Video sage, wenn nicht, müsst ihr es jetzt nochmal von vorne gucken, trinkt ihr einen kurzen zu Hause. Mach Quatsch. Das mache ich nicht. Bis zum bitteren Ende. Da kommt der langsam. Also das ist richtiges Angeln. Das ist wirklich richtiges Angeln. Geile Größe, sehr schöner.
In der Sackel. In der Sackel. Bad boy. Wir sind noch keine 10 Stunden am Angeln. Erster Tag Costa Rica, Drake Bay, auf unserer kleinen geheimen Insel, was eigentlich gar keine Insel ist, sondern eine Bucht. Wasserflugzeug überlebt, alles. Also wir waren einen Tag gar nicht. Man sieht, dass er ein bisschen durcheinander ist. Wir hatten. Ah ja, welche Landrat erlebt denn sowas? Hast du das schon mal? Du machst das jetzt 10 Jahre. Erlebst du sowas jeden Tag? Also das ist Ausnahme, auch muss ich für mich sagen. Ja, das ist auch wirklich. Wenn enge Reisen. Übrigens hast du immer noch einen Haufen Zahnpasta. Am Bart. Ich muss einen Kuss haben. Die Runde Kubas heute Abend, die geht definitiv auf mich. Weiter geht's. Brutal. Jetzt zeige ich euch mal das Ding. Brutal, absolut brutal, Jungs. Ein Fisch der 40-50 Kilo Klasse. Mein erster Yellowfin mit der Spinnrute. Light Tackle angeln, ja. Brutal. Wahnsinn. Wahnsinn. Besser geht's nicht. Absolut brutal, kann ich euch nur sagen. Ich habe schon viel erlebt, aber sowas wie heute hier in Costa Rica habe ich noch nie erlebt. Die Sonne schwindet jetzt langsam. Wir haben 16 Uhr. Heute früh um 6 sind wir gestartet. Das war wirklich definitiv der brutalste Angeltag meines Lebens. Aber auch Heiko und Robert, die schon viel, viel unterwegs waren, ja, die haben gesagt, sowas erlebt man nicht jeden Tag. Und Heiko, was sagst du zu Costa Rica? Erster Tag? Also ich bin platt. Stefan hat ja schon einiges verraten und einiges gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Mein Mahi-Mahi-Problem ist gelöst. Der Bann ist gebrochen. Halleluja. Cross fingers. Aber es ist wirklich so, dass man von solchen Angeltagen zehren muss. War sicherlich einer der Top 10 Angeltage meines Lebens. Und mit Stefan und Robert... War absolut geile Nummer heute. Besser geht's fast nicht. Ja. Und man muss die guten Zeiten genießen, damit man dann in den harten Phasen dran denken kann und weiterkämpfen. Also Costa Rica, definitiv die Jungs von Getaway Sea Angling haben nicht zu viel versprochen. Und wir haben jetzt erstmal 8 Stunden geangelt. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Was für ein brutaler Tag. Also diesmal haben wir uns wirklich hier ein Mojito verdient, denn wir werden jetzt erst trinken gehen. Ich werde ihn ausgeben auf meinen ersten Yellowfin Tuna. Im Hintergrund rauscht es mehr. Jetzt im Sundowner kommen wir zurück in den Hafen. Achtung, wir werden hier gleich überfahren im Dschungel. Und ich weiß jetzt schon, ich werde wiederkommen. Und wir haben schon mal vorhin im Boot geschwätzt. Wir nehmen euch auf jeden Fall gerne mit, wenn ihr auch Bock habt auf diesen Wahnsinn hier. Bereits für nächsten Winter, wenn es in Deutschland eisig wird, haben wir hier schon einen Mega-Tourplan am Start, wo sich um alles gekümmert wird. Es gibt Leihgerät, es gibt die perfekte Organisation, alles drum und dran. Ich würde mich freuen, ich werde auf jeden Fall nämlich dabei sein, wenn ihr auch Bock habt, mit mir hier dieses Paradies mal zu beangeln. Schaut mal in der Videobeschreibung, findet ihr alle Infos zu den Jungs von Getaway Sea Angling. Kontaktiert einen Robert, einen Heiko oder mich. Und wir werden mit euch den Trip in so ein Paradies hier planen. Und morgen, das seht ihr dann aber erst im nächsten Video, da legen wir uns mit dem King der Meere hier an. Marlin und Sailfish, für mich ein Fisch, den ich von Hemingway noch kenne, ja. Aber die soll es ja auch geben. Das Paradies spricht für sich. Und wenn wir ein kleines bisschen Glück haben, wird das morgen Megatag. Ich bin gespannt und jetzt gehen wir einen trinken und ihr habt einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.